Und der Rest ist einfach Schattierung mit ein bisschen noch schwarze Dichtmasse am Rand, was nicht stört, wenn man es nicht wegkriegt. Hauptsache die Dichtfläche ist sauber und das ist sie jetzt. Wir werden das Ganze sowieso mit Hilomar die Dichtung einkleben. Aber das sollte zumindest mal reichen. Liebe Freunde, das ist ein Mehrteiler. Teil 1 habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und Teil 2 seht ihr jetzt. So, jetzt wollte ich mir gerade mein Haltewerkzeug bauen. Das wäre ja so gedacht gewesen, hier drauf. Und dann hier einfach eine Lasche hinschweißen. Wo habe ich die jetzt hingelegt? Da. Also nur pro forma jetzt mal gezeigt. So eine Lasche dahin schweißen, die sich dann hier und hier an den beiden abstützt, dass ich diese Mutter hier aufbekomme. Letztendlich war das hier zweimal auslösen und die Mutter ist runter. Ja, also ich werde es brauchen zum Anziehen nachher, aber vorläufig mal. Sollte das gehen. So, jetzt müsste das hier rauskommen irgendwie. Das wird etwas problematisch werden. Denke ich, das Teil hier rauszubekommen. Muss ja da hinten hin. Aha, da ist überhaupt nichts problematisch, Freunde. So, das wäre also dieses Teil relativ verrostet. Das werden wir aber gleich demnächst ändern, weil vom Simmering Schwungrad einmal geschrubbt. Und dann ins Ultraschallbad gelegt und das werde ich mit denen auch machen. Ja, Freunde, ich bin da. So. So sieht es jetzt aus. Da werden wir natürlich ein neues besorgen müssen. Und das ist die Mutter. Also sauber. Und das ist die Brühe. Bremsenreiniger. So, und jetzt müssen wir hier drin schauen. Lampe. So. Das ist natürlich alles andere als schön da drin. Aber wir müssen das Ding sowieso zerlegen. Und ihr seht jetzt hier die vier Nuten. Und da braucht man einen Spezialschlüssel dafür. Ich weiß aber noch, dass wir das früher in der Oldtimer-Zeit an solchen Geschichten, also keine Panik, ich habe das Ding hier nur mal so pro forma angelegt. Ich weiß noch, dass wir das früher Moment mal. Das ist jetzt nicht für euch, sondern eher für mich, dass ich da drin was sehe. Und ich weiß, dass wir mit so einer Zange da reingegangen sind, genau auf die Zapfen, oder die Nuten besser gesagt. So, und dann haben wir das Ding gedreht.
Jawohl. Ha. Freunde. Wenn ich das Ding draußen habe, dann kann ich nach einem passenden Schlüssel suchen. Aber das geht. Das geht sogar sehr gut. Wenn ich eine breitere Zange hätte mit breiteren Zähnen, wäre es noch besser. Aber mit der Kombizange geht es nicht. Boah, das ist ein Dreck da drin. Hey. Ich glaube, ich spüle das erstmal aus. So, das ist zumindest mal ein Stück sauber. Gar nicht so einfach da reinzukommen mit dem schweren Teil. Relativ genau treffen das Teil. Die Flanken sind zu breit. Pa. Ich brauche irgendwas, was ich da reinstecken kann. Ich will da jetzt was reinstecken. Ich habe mir ja schon solche Zapfenschlüssel mal selber gemacht. Der ist natürlich zu klein, der passt da nicht rein. Ich könnte mir jetzt aus der Nuss so ein Ding machen. Ich bräuchte so eine Zange mit breiteren Backen. Und die hier ist zu breit. Die geht nur so dazwischen, aber nicht so. Kann man da nehmen? Der würde da dazwischen passen. Aber hier ist er ein bisschen zu breit. Ein bisschen zu breit ist ja wurscht. Ja, die Schleiferei ist nicht perfekt, aber passt jetzt hier rein. Und damit sollte ich das Teil hier rausgedreht bekommen. Und die Funktion vom Schlüssel ist noch gewährleistet, da ich innen nichts geschliffen habe. Das war mal ein alter für Federbein. Ja, und wieder haben wir ein Spezialwerkzeug. Derweil zumindest mal zum Ausbauen, zerstörungsfrei. So. Et voilà. So, jetzt können wir uns das mal in Ruhe anschauen. Und da sehen wir schon, wo war das? Irgendwo hier. Da ist eine Beschädigung, das ist aber wurscht. Das hatte ich gerade gesehen. Ja, egal. Ja. Um den Simmering geht's. Der ist hinüber. Und das sollte der hier sein. Nö. Das geht ein bisschen. Pah, perfekt. Perfekt ist das ja. Da werden wir, glaube ich, nur einen Gummihammer brauchen. So, jetzt ist er da. Jetzt müssen wir das relativ genau hinbekommen.
So, mal versuchen, vorsichtig. Jupp, jupp, jupp. Bleib hier. So, das wäre der Simmering. Und das Teil habe ich jetzt vorher schon im Ultraschallbad gehabt. Und wie man sieht, hat das nicht viel abbekommen. Jetzt müssen wir das natürlich reinigen. Da hat aber schon einer. Ja, da hat schon mal einer. Wir haben nämlich hier, jetzt weiß ich nicht, ob man das sieht oder ob ich das hinkriege, dass man sieht. So, da könnt ihr mir glauben, das war ich nicht, weil das ist zu. Ich habe aufgeklopft, nicht zugeklopft. Zugeklopft habe ich zwar auch, aber das relativ sanft. Ja, da hatte also auch einer kein Spezialwerkzeug, bleibt doch stehen. Und hat das geklopft. Hier ist es ganz besonders schlimm. Und das ist auch, das spiegelt sich auch hier wieder. Wenn man jetzt den Simmering mal so grob da reinlegt, diese Kante und diese Kante, diese Kante und diese Kante nicht, weil, doch, da ist auch eine, es müssten also, einer dürfte nicht beschädigt sein. Das hier ist schon eine ältere Geschichte, ne? Ja, und das hat den Simmering letztendlich zerstört. Das möchte ich natürlich vermeiden. Das ganze Ding kommt ja dann nachher wieder so da rein. Und nicht, dass jetzt einer glaubt, ich bescheiße euch. Schaut mal, wie verrostet das Ding da drin ist. Kann man das sehen? Ich müsste das so weghalten, da so hinhalten. Hier mit dem Licht, Alter, das ist eine... So, und jetzt muss die Kamera nur noch scharf stellen. So, seht ihr, wie verrostet das da drin ist? Jetzt nicht dieser silberne Punkt. Ja, das ist also schon älter. Nicht, dass ihr glaubt, ich hätte da was probiert. Soll ja Leute geben, die das behaupten, böse Zungen behaupten. So. Wenn wir schon dabei sind und ich noch ein bisschen Zeit habe, gibt es zwar ein langes Video, mache ich zwei Teile draus. Also, das ist ein Mehrteiler. Teil 1 habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. So, das waren die Bremsbeläge. Und jetzt, ratzifatzi, da geschwind. 10, 11, 12, 13, 14 müsste das sein. Oder 13. 13 glaube ich fast nicht. Nee. Nein. 14. So. Öl habe ich abgelassen. Da ist noch eine. So. Also die Bremsgeschichte muss ich noch raus machen. 3, 4, 5, 6. Das habe ich jetzt vergessen. Das kommt mal hier rein. Zuerst.
total festgegammelt. Komplett festgegammelt, das Ding. Hier über die Kante. Alter Gefalter. So, versuchen wir es mal. Das reicht aber noch nicht. Da wird's gehen. Es hilft alles nichts. Ich muss dem Ding, das ist eingefasst oben. Ja, mit bisschen härteren Schlägen geht es ja wohl. Also prellend. So. Und dann kann das Ding auch raus. So, jetzt. Ich dachte, ich hätte alles Öl schon raus. Gut, und jetzt das Ding da, glaube ich, lösen. Zwei Gewindeschrauben M6. Gibt es auch wieder so Spezialwerkzeug, brauchen wir aber nicht, weil die werden nur abgedrückt. Einschrauben zum Abdrücken. Die sehen so ähnlich aus wie die hier. Nur sind das M8 oder M7 und das sind M6. Schrauben. Einmal. Und dann soll hier so ein Schutz drauf. Brauchen wir nicht. So, das wäre Tellerrad. Da ist die Dichtung dazu. Da war ich also, oder da bin ich also vorbereitet. Und klasse wäre, wenn das ganze Ding nachher ins Ultraschall passen würde. So. Das hier ist ein Messingring. So, und somit wäre meine Papierrolle auch endlich leer. So. Messingring, Nadellager. Ja. Und das Teil hier. Das sollte ja jetzt eigentlich rauskommen, oder brauchen wir da? Da ist, glaube ich, das eine Spezialwerkzeug, was ich nicht habe. Und das sieht natürlich jetzt auch, puh, wow, 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 wow. Böse Welt, böse Welt. Und ich muss erstmal meine Finger waschen, weil damit greife ich meine Kamera nicht an. So, haben wir einen sauren Finger? Ja, der kleine. Dann versuche ich euch das mal zu zeigen, was ich meine mit oi, oi, oi.
sieht man das. Genau da. Und da. Und da. Und laufen tut das auch beschissen. Und da. Da nicht, da nicht, da nicht. Ja. Und das Lager, das hakt ab und zu. Und jetzt läuft es frei. Aber das hat gehakt. Ja, also da sind einige, viele Zähne. Jetzt hakt es wieder hier. Oder hat es gehakt. Oh. Und das ist das Problem, was ich immer sage, wenn die Leute kommen: Martin, könntest du mir geschwind nach meinem Motorrad schauen? Ich habe da so ein komisches Geräusch und es läuft so komisch und so weiter und so fort. Und am Ende werde ich gesteinigt, wenn ich den Leuten sagen muss, wir haben hier 2.500, 3.000 Euro Investition, um die Maschine wieder zum Laufen zu kriegen. Ja? Weil mit so einem Lager, was sich auch so anhört, als ob es gleich die Grätsche macht, das ist unfein. Und so wie das Ding hier im Abtrieb verrostet war, also hier im Ausgang, wundert es mich nicht, dass das Ding so einen Lärm macht. Ja, jetzt muss ich mal schauen, was hier nachrichtenmäßig bei mir los ist. Ja, ihr Lieben, und das ist natürlich auch nicht schön. Das hat mir noch gefehlt. Und die Teile, die müssen da irgendwo drin rumliegen. Da hinten ist auch noch mal eins. Ja. Puh! Sitzen Sie jetzt besser? Viel besser. Gut, viel besser. Ja, Sonntagabend. Kurz vor 19 Uhr in Österreich. Die Frisur sitzt. Ich hoffe es, dass ich sie anständig hinbekommen habe. Bis jetzt hat mir noch keiner gesagt, dass ich irgendwo Flecken vergessen habe. Aber was soll's. Ja, ihr Lieben, BMW R50. Böse Überraschungen, böse Überraschungen. Ja. Aber was soll ich tun? Was soll ich machen? Ich bin angetreten. Und jetzt muss man sich halt überlegen, was man tut. Macht man es einmal richtig oder baut man das Ding wieder so zusammen, wie es ist, abgedichtet? Alles schön sauber machen, schauen, wo die ausgebrochenen Zähne rumliegen. Jo. Das eine oder andere Lager noch neu, würde ich empfehlen, dass zumindest die Lager neu sind. Puh. Ja. Wenn ich hier rüber schaue, dass ich ja noch Schwinge und so weiter zu machen habe, dann Getriebe abdichten, das wird auch noch ein Spaß werden. Den Simmering, Kurbelwellen-Simmering-Getriebeausgang oder zum Getriebe hin, zum Schwungrad, das wird gehen. Ja. Der Rest, wenn ich jetzt auch noch anfangen wollte oder würde, die schwitzenden Zylinderfußdichtungen zu erneuern, muss der Motor raus. Und ja, ich habe so, wie soll ich sagen, der hier, der Sixpack, außen liegend, der Sixpack, also mein Bauchgefühl sagt mir, da kommt noch mehr auf uns zu. Und das wird das Problem werden. Ja? Wir haben jetzt schon, ja, eine ordentliche Summe beieinander, was die Teile anbelangt. Und es ist ja auch
eine Sache der Arbeitszeit. Draußen steht die Honda Africa Twin mit wenig Leistung, wo ich davon ausgehe, die reparierten Membranschieber funktionieren nicht, weil sie schon mal repariert waren. Und zweimal reparieren, also zweimal einkleben die Dinger. Ich weiß nicht, ob der Kunststoffring, der die Membrane nachher hält, mit dem Sekundenkleber so gut in Einklang steht. Ich habe mein Bestes gegeben, alles, was an Sekundenkleber drauf war, wegzukriegen. Aber im Notfall müssen halt zwei neue Schieber rein. Das hilft alles nichts. Ja. Dann die Ruby mit dem einen versauten Gewinde, was ich absolut nicht verstehe. Ich habe nochmal geschaut. Entweder habe ich vor lauter Frust das Ding irgendwo hingewichst, hingeschmissen oder weggeschmissen oder in der Gegend rumgepfeffert vor lauter Wut oder Schleim oder nennt es wie ihr es wollt. Ich finde das Ding auf jeden Fall nicht. Oder es liegt im Mülleimer zwischen irgendeinem Papierchen und so weiter. Ich habe nochmal geschaut, den Mülleimer ausgeleert. Jetzt fällt mir gerade ein, ich muss da noch fegen. Bin zwar mit dem Staubsauger drüber gegangen, aber das geht nicht alles mit dem Staubsauger. Ja. Weil ich ganz einfach wissen will, hat das Insert das Gewinde mit rausgedreht oder nicht. Ich habe nicht drauf geachtet, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und ja, die Bohrerei an dem Ding. Pff. Also wer das nachmachen möchte oder sich mit dem Gedanken, wer mit dem Gedanken spielt, das nachzumachen, höllisch aufpassen. Dieser Bohrer, der zieht rein und supp. Ja, und da hat man relativ schnell verkantet, da ist relativ schnell der Bohrer fest und so weiter und so fort. Ja, man muss halt höllisch aufpassen. Auch, dass keine Späne in den Motor kommen, aber ich habe das so zugestopft, das ganze Zeug, und immer mit Staubsauger gearbeitet. Das hat schon hingehauen. Ja, dann natürlich die Puch, dann natürlich die CB 650, dann haben wir ja noch den Peugeot-Roller, den ich für den Verkauf fit machen will. Ja, das Ganze ändert sich natürlich schlagartig von den Zeiten her, sobald ich in Saisonurlaub bin. Sobald die Saison zu Ende ist, ich gehe ja davon aus, morgen, also am Montag, habe ich nochmal Urlaub. Und ich gehe ganz einfach davon aus, es ist wie in den letzten Jahren auch, dass es dann heißt, nee, also es ist nichts reingekommen, Saisonende. Ja, wie es bei der BMW weitergeht, werde ich abklären, was wir tun werden. Ich werde nochmal schauen, ich muss nachbestellen, den Simmering. Motorsimmering, weil der große Simmering, habe ich ja gesagt, ist der Simmering für den Endantrieb. Und den hier, den brauchen wir halt. Hilft nichts. Was heißt, hilft nichts? Kostet 11 Euro oder sowas. Das sind ja keine Summen. Ja. Okay, ihr Lieben, herzlichen Dank für euren Daumen hoch. Falls das Video zu lang war, habe ich es geteilt. Ja, und bleibt mir nichts weiter zu sagen als bleibt mir gewogen, für dich, Baba.